Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Tierisch. Ich habe voller Wut vor meinem Rechner gesessen und habe meine Faust gegen Schreibtisch geschlagen. Auch nur einmal. Und das war auch nicht so doll wie gerade. Es war noch doller. Wo ich gesehen habe, dass ich eine Folge vom Let's Play aufgenommen habe. Das ist ein aktuelles Bild vom Let's Play Trainweaver Staffel 1 des die Odyssee des Heidelberger Landes. Ja, was ist passiert? Ich habe 52 Minuten aufgenommen. Meine Uhr läuft immer noch. Ja, erstmal hier Stopp. So, mal zurücksetzen. Ja, und was ist passiert? Ich habe gewartet auf Besserung. Wir waren, glaube ich, im Jahr 2011. Ich habe noch gewartet bis zum Jahr 2020. Also ab 2013 habe ich mir so gedacht, ja, das taktet sich so langsam ein. Immer mal so 100.000 weniger. Im Minus, das heißt 2013 waren es so minus 800.000, 2014 minus 700.000, 2015 minus 600.000, 2016 waren es dann mal plus 153.000, das habe ich mir ganz genau gemerkt, das war die letzte grüne Zahl, die ich da am Fenster gesehen habe, weil das dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ich habe wirklich nichts verändert, ich habe es einfach laufen lassen. Und das war wahrscheinlich auch mein Problem. Ich wollte einen Zeitraffer draus machen und dann bei 2020 dann weitermachen, weil ich gedacht habe, 2020 sind wir dann endgültig im Plus. Aber so war es dann doch nicht. Ich habe dann weitergeguckt, dann war es dann 2016 eben im Plus und 2017 waren es dann auf minus 1.900.000. Habe ich mir dann so gedacht, oh, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich noch bis 2020 gewartet und nichts gemacht. Und das war wahrscheinlich auch mein Fehler. Das war dann so weit gekommen, dass das, muss ich ehrlich zugeben, bei Minus. Also der Gesamtbetrag bei minus 11.000, 11.000, bei minus 11 Millionen. Wir hatten ja immer noch ein Darlehen. Und ich habe dann probiert, nach 2020 alle Linien, die Minus machen und wo nicht viel los ist, die zu dezimieren und die zu verkaufen. Dass wir Geld haben. Natürlich ist in diesen Jahren, wo ich das gemacht habe, und zwar von 2020 bis 2023, die Summe noch ein bisschen gestiegen. Der Kosten war jetzt schon bei minus 15 Millionen. Das Jahr, wo ich die verkauft habe, hat auch noch minus gemacht. Da habe ich gedacht, im nächsten Jahr könnte es plus machen. Das Jahr, wo ich das verkauft habe, war es bei minus 80.000. Das ist nicht so viel. Das ist schon fast beim Plus. Ja, dachte ich mir. Das Folgejahr 2024 ging dann mit minus 5.200.000 in die Rolle. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja, das wird wohl nix. Ich habe nur 2 Jahre gewartet. 2026 minus 2,3 Millionen. 2000. 27, also nee, 2026 waren das auch nochmal minus 3 Millionen. Und da habe ich mir dann so gedacht, nein, das war wahrscheinlich wieder ein Fehler, den ich gerade gemacht habe. Kaufen können wir es nicht. Abreißen können wir auch nichts, es kostet ja was. Und da ist jetzt eure Frage, meine Frage an euch. Wollen wir eine zweite Staffel Train Fever beginnen? Oder ich fange. Was heißt, ich tue jetzt erstmal
Weitermachen mit dem Nordic DLC. Das läuft ja auch gerade noch. Ist ein bisschen winterlich. Und das ist eure Abstimmung jetzt erstmal. Das Bild habe ich aufgenommen. Von der Map, nachdem ich das Let's Play beendet habe. Was heißt beendet? Ich habe die Folge beendet, aber das hat wahrscheinlich nicht gecheckt. Ich kann euch ja nochmal zeigen. Wir warten so weit im Minus. Weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Minus 26.982.695. Das letzte Bild, der letzte Stand, auf den ich war. Und daraus kann man wirklich nichts machen. Wir hatten noch ein Darlehen von 9.100.000. Das hat uns ja jedes Jahr nochmal 91.000 abgezogen dadurch. Ja, ich kann noch mal schnell zeigen. Oder da muss ich aber mal hier das ein bisschen anders gestalten. So, ich habe jetzt hier meine Datenliste, was ich alles aufgenommen habe. Wir haben heute den 5. Das sieht man hier unten ganz gut, oder was? Nee. Ich muss da die Monitoraufnahme nehmen, genau. Das sieht man hier unten. Wir haben jetzt 10:07 Uhr. Und 5.7.16. Oh, habt ihr jetzt gesehen? Super. Und die letzte Folge ist dotiert am 3. Das kann ich vielleicht auch mal zeigen. Jetzt ist kurz das weggegangen. Wenn ich das irgendwie hinbekomme. Ja, jetzt kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Dort steht 3.7. Ne? Hier. 3.7. Ne, hier muss ich zeigen. Da, 3.7. Aber jetzt muss ich das erstmal ein bisschen hinbekommen hier. Ein bisschen ungewohnt. So. So. Ja. Das dazu. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das könnt ihr entscheiden. Und dazu möchte ich es auch kommen lassen. Eure Entscheidung erwarte ich in den Kommentaren. Und ich bin mal gespannt, was ihr da schreibt. Mir tut es vor allem leid für die Leute, die das Let's Play gutartig verfolgen. Ich habe sehr viel geredet, wirklich 52 Minuten meiner Zeit geopfert, um euch das zu zeigen. Ich bin extra ein bisschen eher heute aufgestanden noch. Bin 8:30 aufgestanden. Circa 3/4 habe ich dann angefangen aufzunehmen. Bis kurz nach 9:30. Und da war ich mal kurz auf Toilette. Toilette. Mich frisch machen. Ja, wo ich wiedergekommen bin, wollte ich das eigentlich jetzt in dem Umbauarbeiter stecken, die VFL, nee, nicht VFL, sondern FLV-Datei umbenennen bzw. umschreiben lassen in eine MP4 und die dann über Camtasia Studio dann zu rendern. Aber das hat leider nicht geklappt. Schade, schade. Schokolade. Ich habe es leider nicht geschafft, euch dieses LP weiterzuführen. Das tut mir außerordentlich leid. Ja. Eure Entscheidung erwarte ich in den Kommentaren und daraus entscheide ich dann, was ich dann aufnehme oder eine neue Welt produziere. Ja. Das war's dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Und ciao.